Eisen müssen wir jetzt sammeln. Ach. Eisenbahn. Will ich das? Ja, müssen wir, ne? Dann brauche ich mir auch noch ein Fass hier hin. Ne, ich stelle hier die schon mal drauf. Ich hätte die da stehen lassen können. Renne ich hier mit der ollen Gondel rum. Bringen wir das Thema noch irgendwie vernünftig zu Ende? Keine Ahnung. Interessiert es überhaupt jemanden? Wahrscheinlich nicht. Nur mich. Und ich will am Schluss, ich will nur Kohle. Ich will ja auch was essen. Mein Kater ist versorgt, ich will auch was essen. Kann ja nicht immer dem Kater das wegessen. Nee, wenn ich das essen würde. Der mag das. Der hat so mit Gelee und so. Und Fleisch, nur Fleisch. Ja, tut mir leid, liebe Veganer. Vegetarische Katzen ist eine Tierquälerei. Nein, ich will auch nichts gegen Vegetarier sagen. Macht, ist gut. Wenn ihr euch da gesünder und besser mitfühlt, freut mich. Toll. Ich esse ja auch sehr, sehr, sehr wenig Fleisch, aber ich erlaube es mir. Weil ich bin Biologe, ne? Auch gelernter. Bäume und Pflanzen leben auch. Und da habe ich genauso viel Respekt vor. Ne? So wie vor euch und vor mir. Bitte. Vor mir hat eigentlich nie einer Respekt gehabt, glaube ich, gefühlt. Irgendwie, ich angel eine Runde. Oder? Ja, erstmal den Brüll hier aus den Taschen. Mann, Mann, Mann. Hier, die Blume auch. Klar, weg mit dem Scheiß. Wir brauchen sowas. Ich wollte das Lagerfeuer da hinten aufgestellt haben. Ach, und dann wollte ich der Kuh ja ein Bild hingegangen haben. Alles nicht gemacht. Alles vergessen. Naja. Egal. Habe ich das Fass? Habe ich das eine Fass da überhaupt? Das könnte ich doch auch rüberstellen. Hatte ich hier mitgenommen. Habe ich das Fass jetzt noch in der Tasche? Dann mache ich noch ein Fass runter. Ist eh nichts drin. Obwohl, hier sieht das schön aus. Aber da packe ich nichts rein, weil die sind... Warte mal. Wo ist die Axt? Im Walde. Im Waldi. Waldi! So, erstmal hier zum... Nein, ich will die nicht liegen. Das sieht so doof aus. Falsche Tasten, 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 Tasten. Ja, lasse ich das Thema mal ruhig einsinken. Jetzt kommen hier die Schienen und das Bauzeug rein. Ach, die hätte ich auch noch setzen können. Naja, zu spät. Nächstes Mal. Jetzt nicht. Jetzt wird meditiert. Obwohl, tun wir das auch hier rein. Ja, komm, das auch hier rein. So, zack, zack, das auf seinen alten Platz. So, zack, und hier, bang. Die Karte aus den Griffeln. Schwupp. Hopp. Oh. Die Angel gegriffelt. Okay, jetzt hat er meinen Bogen. Den hätte ich gern wieder. So. Schön. Schönes Wasser. Herrlich. Ja. Ganz anderes Gefühl mit dem Wasser jetzt. Beißt nur keiner an. Das ist wie mit den Zuschauern. Ja, beißt keiner an. Ich werde es trotzdem nicht lassen. Weil es mir, das ist ja der Witz, mir geht es gar nicht so darum, die Zuschauer zu sammeln. Also nicht primär, aber vielleicht sollte es das. Vielleicht sollte ich da mal Werbung machen. Ich habe ja schon ein paar Ideen, aber naja. Aber nicht so den Drang. Nicht so zwingend. Und die auch gar nicht das Netzwerk. Gar nicht die Leute. Das ist ja das Glück, was die anderen alle haben. Die haben dann immer, also was heißt Glück? Die haben halt genetzwerkt und sich untereinander und dann und hier und da und gepusht und gemacht und getan, damit man halt seine Zuschauer kriegt, die sich für den Kram interessieren, den man macht. Ich finde mich jetzt auch nicht so interessant. Also schon, ich finde es irgendwie, also im Vergleich zu was andere machen, wenn man auf YouTube guckt, ich mache das ja hier zur Entspannung. Ne? Also Minecraft sowieso. Die anderen Spiele sind Spaß. Die würde ich so oder so spielen und hätte da ähnlichen Spaß. Mit Let's Play habe ich noch mehr Spaß, weil ich dann gezwungenermaßen in eine Rolle gehen muss. Jetzt zum Beispiel Outward und sonst was. Weil mir das auch Freude macht. Ja,
Und wenn man alleine so gar nicht aufnehmen würde, käme man sich ja total bescheuert vor, wenn man jetzt halt quatscht und in eine Rolle geht. Da macht man das eher im Kopf. So, na, ich bin der Coole. Ja, und jetzt hier. Oh, ne, ich mach so. Ist halt nicht so intensiv. Deswegen mache ich das. Auch. Ne? Und dann, Komma, Training, Komma, eventuell mal Geld vielleicht. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube da erst dran, wenn ich das sehe. Ne? Wenn ich, oh, Nametag. Oh, genau, das wollte ich auch die ganze Zeit nochmal haben. Für was eigentlich? Wen wollte ich noch benennen? Fällt mir später noch ein. Huhn war es bestimmt nicht. Ja. So. Wenn halt einer verstanden hat, was meine Gedanken sind, wahrscheinlich nicht. Internet ist ja großartig dafür, alles misszuverstehen. Ich kann das ja auch. Ich mache mir da auch Späße raus. Oh je. Bin ich da Leuten mit auf den Sack gegangen. Und immer noch. Fürchterlich. Ja. Aber Humor. Humor ist auch so ein Thema, ne? Humor haben. Da hatte ich auch so ein bisschen angerissen das letzte Mal. Vorhin. Humor ist ja, ist eigentlich ein geiler Indikator für Leute. Ne? Wenn du irgendwo hinkommst und du machst irgendwie einen Scherz, kannst du die Leute direkt einschätzen. Die, die nicht lachen, die lachen. Oder halt, wie die reagieren. Ne? Oder ob sie beleidigt sind. Das ist ja auf Twitter auch sowas. Oder nee, ist ja das ganze Internet. Meine Gefühle, habe ich schon mal drüber geredet hier, ne? Kann ich mich daran erinnern. Hier in der Bude habe ich mich über Gefühle aufgeregt, über wenn andere da verletzt sind. Ich kenne das Gefühl, wenn das Gefühl sagt, will ich nicht, finde ich gerade doof. Ja, dann ist die beste Chance. Ich versuche dann immer erstmal runterzukommen. Manchmal mache ich auch den Fehler und reg mich auf und antworte irgendwo, Forum, Twitter, keine Ahnung. Und dann meistens denke ich auch, nee, mittlerweile. Überleg erstmal, wo das Gefühl herkommt. Und was er dir sagen will. Und ist das jetzt wirklich so? Oder was ist der wirkliche Grund, warum du dich aufregst? Keine Ahnung, manchmal ist das dann so, weil man Partei ergreift für irgendwen. Und dann gehe ich aber einen Schritt zurück und frage mich so, vielleicht hat derjenige da gerade doch recht oder vielleicht hat derjenige gerade einen Scherz gemacht und vielleicht ist das auch ein guter Scherz. Weil, wer weiß es besser als ich, also der ja sein Leben lang dumme Scherze macht, dass es darauf ja abzielt. Meistens. Also ist ja nicht nur. Man ist ja nicht nur auf Kosten und Gefühle anderer, aber um jemanden zu triggern, um wirklich zu sagen, hey, hier ist ein Wunderpunkt, glaube ich. Hallo. Hier ist was falsch. So. Deswegen, ich bin ja ein großer Freund von Satire. Ich bin ja mit Titanic in der Wiege groß geworden. Die Heftchen immer um mich rum gehabt. Irgendwo, irgendwie. Ja, die haben mich versaut. Danke. Sonneborn, du Arsch. Ja, ja. Deswegen ist aus mir nichts geworden. Ich habe immer geträumt, Titanic-Redakteur zu werden. Deswegen hat mich auch nie einer ernst genommen im Kindergarten. Ja, ist so geblieben. Ich nehme mich heute nicht mehr ernst. Und es nimmt mich auch keiner ernst. Ja, kann ich aber mit leben. Komischerweise. Ja, ist aber auch, ist nicht, auch nicht abendfüllend. Also, vom Essen her. kleine Spende bitte, jetzt. Ja, nee, ja. Nee, Satire ist großartig. Satire ist ja wirklich so, ne? So, es reibt schon wund, aber man muss noch lachen. Es kitzelt trotzdem. So, ich weiß nicht, keine Ahnung, kann man nicht beschreiben, aber auch so schwarzer Humor und all das, das habe ich immer geliebt. Damit bin ich groß geworden. Das ist, es muss, naja, was heißt, muss wehtun, ist ja auch falsch. Also bei den richtigen Leuten muss es wehtun. Und bei den anderen Leuten, die können drüber lachen, da ist es dann, da weiß man, was abgeht. Also, schwer zu erklären, also Witze erklären ist eh so eine Nummer. Aber, ja, die Welt ist zu humorlos. Auf jeden Fall. Auch Politiker, die keinen Humor verstehen, die jetzt auf die Trump-Schiene da gehen, die... Ich will keine Namen nennen. Sucht euch einen aus, guckt euch die Leute an. Alle, die keinen Humor haben, was soll denn das? Und es ist nicht mal lustig, dass sie jetzt plötzlich alle so, ach, die Jugend ist auf Bio, ja, dann verbieten wir Plastiktüten. Ah, geil. Oh, wenn wir das nicht vor 30 Jahren schon gehabt hätten und das hat nichts bringt.
Hallo, wir wollen das Klima retten und am besten, und es steht auf der Agenda der Wissenschaftler, nicht nur der Kinder, sondern nachgewiesen seit 30 Jahren, wir müssen die Autos und das und alles reduzieren und ändern. Na nö, lass uns Plastiktüten verbieten. Und die Steuern hoch, wäre doch auch mal wieder eine Gelegenheit. Ökosteuer. Sag mal, geht's doch. Das ist Aktivismus. Ja, ich kann drüber lachen, aber weil ich will auch nicht heulen. Das ist ja der Trick. Ey, manchmal, also es gibt ganz paar Momente, da sacke ich auch zusammen und denke, was ist das denn für alles so eine Scheiße? Wo läuft das denn alles hin? Und dann rettet ein Scherz. Dann rettet es, lustig zu sehen, weil was anderes, was bleibt denn? Hab ja nichts anderes. Nicht mal was zu essen. Wie wär's mit einer kleinen Spende? Oh, ja. Ja, nee, Leute, die humorlos sind, was will ich mit denen? Ganz ehrlich. Also das sind, da bin ich dann kein Menschenfreund. Es gibt ja Leute, die sagen, wir müssen alle lieben. Nee, nee, ist ja widerlich. Wenn da jemand keinen Humor hat, dann funktioniert, wie soll das denn funktionieren? Ja, gibt es, aber, oh Gott, ja, gibt es leider. Ist lustig, dass es die gibt, aber es ist traurig, also es ist so traurig lustig. Weiß nicht, das ist ja die kaputte Welt. Weiß nicht, so tick ich, wie ihr tickt, weiß ich doch nicht. Wahrscheinlich wie alle anderen. Das klingt jetzt so, als hätte ich mich ausgegrenzt, ne? Nee, ich ja auch. Ich tick ja auch irgendwie wie alle anderen. Das ist ja der Witz, man stellt so fest, wir sind uns eigentlich alle so gleich. Und trotzdem so verschieden. Mann, klingt das. Das ist genauso wie diese Pseudosprüche hier. Wie geht der noch? Lebe nicht dein Traum, sondern Leberwurst dein Brötchen. Oder so. Oder mit dem Traum, träume dein Leberwurst. Träume sind der Schaum der Schäume auf dem Bierglas der Leberwurst. Ich habe keine Ahnung, wie ging der Spruch? Träume dein Leben. Lebe deine Zweiraumwohnung. Irgendwie sowas. Ihr wisst, was ich meine. Das sind halt so Sprüche. Ne? Da helfen auch keinen. Dass dann wo alle sagen, ja, toll. Und wenn du was dagegen sagst, nee. Das sind Leute, die keinen Humor haben. Ich denke das ja immer gern logisch weiter. Eine Person kennt das auch sehr gut. Wortklauberei. Muss sein. Ja. Humor. Was haben wir gelacht? Jetzt mal wieder ernst. Ich will kein Eisen sammeln. Ich habe keinen Bock, gerade Eisen zu sammeln. Geh doch selber Eisen sammeln. Geht jemand für mich Eisen sammeln? Lockt sich mal einer bei mir ein. Oder. Geht das Transfer von... Nee, es geht nicht, ne? Nee. Die Schafe gucken. Die hängen da alle in der Ecke und gucken mich an. Das macht mir ein bisschen Angst. Planen noch was. Sehe ich so aus dem Augenwinkel. Vielleicht sollte ich dir mal, vielleicht ist den langweilig, irgendwas zu spielen hinstellen. Haben wir irgendwas Sinnvolles gesammelt? Boah, wir haben zwei. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Treue? Was ist denn Treue? Treue 3, was macht das? Schutz 3 ist Rüstung und Rückstoß. Ah, okay. Cool. Das ist für die Rüstung super. Boah, da werden wir ja richtig stark. Treue. Und wir haben zwei Namensschilder. Ja, hat sich das ja wieder gelohnt. Angeln lohnt sich voll mal zwischendurch. Ich liebe es. Hoppala. Ja, öfters mal lachen, sag ich mal. Lächeln. Steht auch bei meinem Zahnarzt vorne auf der Bank. Lächeln. Und bei mir auf dem Handy als Spruch, so auf diesen kann man doch so einen Spruch eingeben bei Android, also als Bildschirmschoner Spruch, als Willkommensnachricht oder was weiß ich, was das ist. Steht bei mir auch, Lächeln. Ja. Und dann denke ich mal, oh ja, Entschuldigung. Gott sei Dank habe ich es mir aufgeschrieben. Naja. Da ging die Tür wieder auf und zu und ich habe mich gerade, hat das Schwein geguckt, ob wir noch da sind. Ja, ich komme gleich. Ich mache ja schon Schluss. So, einmal noch angeln. Einmal noch.
Nee, komm, noch einmal. Komm. Ihr bleibt ja. Wer von euch bleibt bis zum Schluss und hört sich alles an, was ich sage? Hm? Schreibt mal jetzt in die Kommentare. Jetzt. Schreibt einfach nur. Schreibt einfach Hashtag. Ja, Hashtag nix. Einfach nur ein Hashtag. Wär doch auch mal lustig. Oh Gott. Es geht zu Ende mit mir. Also, ne, auch mit euch jetzt und mit dieser Folge und kommt jetzt nichts mehr. Jetzt beißt kein Fisch an. Doch, jetzt noch einer. Oh, ein Trank. Ach, da habe ich das Wasser hergehabt. Ah, wirkungslos. Ja. So, ich hatte gerade noch irgendwie ein Thema im Kopf, was ich irgendwie. Aber ich mache mal kurz Päuselchen. Jetzt hält es mir wieder ein. Genau. Mit guten Freundin kann man sagen, ne? Bekannten. Ja, Bekanntschaft, so nennen wir es. Ich weiß es nicht. Ich tue mich schwer mal mit solchen Bezeichnungen, weil das immer sehr, weil es so eine Schublade ist irgendwie. Meine beste Freundin ist die und die und mein bester Freund ist nur der und der. Bin ich nicht dein bester Freund? Nee. Ja, finde ich furchtbar. Solche Bezeichnungen. Man kennt sich. Reicht das manchmal nicht? Manchen reicht das ja nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht denke ich auch gerade viel zu viel drüber nach und verschlimm besser alles. Nein, aber da kamen wir mal auf eine Idee, eine großartige Idee. Es wird, wie wir Weltfrieden auf dieser Welt schaffen, wie wir das ganze Problem lösen. Und die Ägypter wussten das schon. Wir werden, erstmal müssen wir in die Politik, klar. Dann müsst ihr mich alle wählen, klar. Und dann wird zwangsverordnet, jeder eine Katze von klein auf als Kitten, als Handvoll. Und dann ist Weltfrieden. Aber sowas von. Also, aufschreiben. Ich, erstmal Spitze Deutschland, EU, dann ganze Welt. Das klingt total falsch, ne? Wenn das wieder aus Deutschland kommt, kann das ja nur schief gehen. Ja. Ja, nee, oder. Wir machen das so. So, hier, Fridays for Future. Und die kriegen alle eine Katze, einen Beutel Katzen in die Hand gedrückt und die verteilen die dann an alle. Und dann kommt schon der Frieden angekrochen. Und die Leute, die Hunde mögen, ja, mein Gott, die mögen auch Katzen. Aber kann mir keiner erzählen. Ich wundere mich, warum angel ich denn nicht? Weil ich nicht geangelt habe. Muss ja auswerfen. Und dann, ja, dann wird alles super. Katzen verstehen sich doch super mit Hunden, wenn die miteinander aufwachsen. Und die, die sich mit Katzen nicht verstehen, werden halt erschossen. Fertig, eingeschläfert. Wo ist das Problem? Nein. Da werden wir doch mit umgehen können. Aber Katzen bringen Frieden in jedes Herz. Jedes. Glaub mir. Das funktioniert. Und Katzen wissen, wie es läuft. Katzen regieren uns seit 5000 Jahren. Nee, seit wann gab es die Ägypter? Das war 5000 Jahre, ne? Oder 5000 vor Christi. Also 7000? Ich weiß es gerade nicht. Ist ja egal, die sind sich ja eh nicht einig da, was da Anbach war. Auf jeden Fall lange, lange her. Und die waren schon, die wussten, Katzen sind ja ganz schön, haha, aber hallo. Gut, die haben sich auch nebenher Opium geschmissen, oder? Nee, was haben die geraucht? Was haben die sich gefahren? Ich glaube, die waren auf. Ich glaube, Opium auch, ne? Ja, was waren damals so in? Wahrscheinlich alles. Die Drogen haben sich, glaube ich, auch nicht viel verändert. Ich glaube, wurde immer Haschisch geraucht, gekokst, geopiumt. Gut, synthetische Drogen hatten die nicht. Also alles Naturelle haben sie, das haben die ordentlich abgegrast. Ich glaube, Pilze waren auch immer ganz hoch im Kurs. Keine Ahnung, ey. Warum auch nicht? Bier gesoffen. Die hatten ja auch Bierfest. Angeblich, wusste ich gar nicht. Habe ich mal, was war denn das in der Sendung?
Ich glaube, das war nicht mal lustig gemeint. Also es war ernst gemeint. Das war so, Kölner Karneval ging es drum und wo Karneval eigentlich herkommt. Und die Ursprünge liegen bei irgendeiner Kaiserin, Pharaonin oder nicht. Und die haben halt so ein Bierfest wohl gefeiert. Ne? Also zum Dank des Tralalas und hier. Und also klar, ist ja okay. Gibt es ja immer noch irgendwie solche Feste. Machen wir ja auch. Ist ja so eine, macht man so, warum? Keine Ahnung. Um den Introvertierten auf den Sack zu gehen wahrscheinlich. Und da haben die dann auch gevögelt und gemacht und getan und das war so ein Fruchtbarkeitsfest. Ne? Da haben sie aber auch richtig ordentlich Kasala gegeben, ne? Weil dann war die beste Zeit dafür. Dachten die. Ja, und dann, aber sonst war Alkohol wohl anscheinend verpönt. Ne? Und das wurde dann halt so. Und was wir rausgemacht haben, ist Karneval. Traurig, ne? Ist schon traurig. Vielleicht sollte ich einfach mal wieder Karneval rausgehen, obwohl ich, nee. Ich habe es ein paar Mal probiert. Anfangs war es irgendwie lustig und dann habe ich irgendwie gemerkt, das ist also so überlaufen. Das ist halt. Und wenn du selber nicht trinkst, dann ist das. Oder nicht schnell genug mittrinkst, hältst du das ja gar nicht aus im Kopf, die ganze Scheiße. Die Kotzenden und Dings und. Nee. Nee. Ja, ich glaube, es liegt auch daran, wo man landet, ne? Und mit wem man rumrennt und so. Keine Ahnung. Wie kam ich drauf? Katzen. Ja, die Ägypter wussten Bescheid. Also nee, die Katzen wussten Bescheid, wie der Hase läuft. Und ich frage mich, wie viele Jahre oder Jahrtausende vorher waren die Katzen schon am Start und haben das ausbaldowert? Ja? Hunde ja auch. Klar, also ich glaube, Hunde, Katzen ist also das Urigste, was wir haben an Haustieren. Vogel haben. Guten Vogel kannst du auch so haben, ohne einen Vogel zu haben, verstehst du? aber Katzen? Vor allen Dingen finde ich das Geile, dass die so selbstständig geblieben sind. Das ist, was mich immer fasziniert hat. Deswegen wollte ich immer auch eine Katze haben als Kind. Habe ich nie gekriegt. Was habe ich gekriegt? Einen Vogel. Ja, toll. Wusste ich selber. Ich habe nie gekriegt, was ich wollte. Arschlöcher, ey. Nicht einmal. Egal, dafür habe ich mir meine Wünsche jetzt alle erfüllt. Fast alle. Darum soll es nicht gehen, es geht um Katzen. Katzen für alle, Zwangsmaßnahme. Die werden einem um den Hals gebunden und dann zeigen die einem, wo es lang geht. Aber hallo. Ja? Nein, ich meine schon ernst. Also der Gedanke ist ja eigentlich gut. Wenn du die von klein auf kriegst und so süß und die aufziehen musst und das, also wenn du die sterben lässt, dann wirst du natürlich verhaftet. Ne? Dann ist vorbei, dann hast du deine Chance vertan. Und dann, apropos Katzen, hier in dem Spiel gibt es doch auch Katzen. Ich muss unbedingt Schleim finden. Ich gehe auf eine Tour. Ich nehme mal zu essen mit und wir gehen einfach mal suchen. Wir gehen die ganze Karte hier ab. Ich will jetzt Schleim haben und ich will Katzen haben.